Ja, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und müssen wir erst hier installieren. Und einen guten Abend Ihnen allen. Sie wissen noch nicht so richtig, was auf Sie zukommt. Ich auch nicht ganz, also ich weiß ein bisschen, was ich Ihnen erzählen werde, aber ich bin das erste Mal in Nürtingen. Das heißt, wir sind noch dabei, uns aneinander zu gewöhnen. Ich mache solche Vorträge häufiger, wobei gegenwärtig die Zeit, die mir dafür bleibt, außerordentlich gering ist, sodass ich nicht mehr viele machen kann, weil ich im Moment als Mitglied des Europäischen Parlaments überwiegend in Brüssel und Straßburg und internationalen Reisen, die mit diesem Mandat zwingend verbunden sind, gebunden bin. Ich mache das aber dennoch sehr gern und ist mir ausgesprochen wichtig. Vielleicht ein bisschen, weil da meine alte Leidenschaft als Waldorflehrer, ich bin ja vom Ursprungsberuf her Waldorflehrer, noch ein bisschen weiterleben kann, insbesondere in dem, was ich morgen mit den Schülern machen werde. Aber auch deshalb, weil mir eminent wichtig ist, dass wir gemeinsam uns immer wieder mit dem Zeitgeschehen befassen. Und zwar so befassen, dass wir erkennen, das ist nicht irgendwas außerhalb von uns in der Welt und wir sind da Zuschauer, sondern wir sind mitverantwortlich für diese Welt, dafür, in welchem Zustand sie ist und insbesondere dafür, wie sie sich weiterentwickelt. Und es scheint mir wichtig, da ein paar Ideen unter die Menschen zu bringen. Ideen, die auch, das wurde ja ein bisschen vielleicht auch deutlich schon in der Ankündigung jetzt meiner Person, die vielfach schon zu Konsequenzen geführt haben, an vielen Stellen auch Deutschland schon massiv verändert haben. Also mehr Demokratie ist ja nicht einfach irgendeine Initiative, sondern diese Initiative, die ich vor jetzt 22 Jahren gegründet habe, wobei das nicht die erste auf diesem Feld war. Die erste Initiative, die wir gegründet haben, war die Aktion Volksentscheid. Anfang der 80er Jahre von Achberg ausgehend. Später dann habe ich die Idee, Initiative Demokratie entwickeln und dann mehr Demokratie gegründet. Wir haben dieses Land sehr verändert. Als wir angefangen haben, zum Beispiel gab es in einem einzigen Bundesland, nämlich in Baden-Württemberg, die Möglichkeit zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheid, aber in Baden-Württemberg so schlecht geregelt, dass es fast nie zustande kommt und zu allen wichtigen Fragen in der Regel nicht möglich ist. Heute gibt es in allen 16 Bundesländern diese Möglichkeiten, fast überall besser als in Baden-Württemberg. Jetzt muss Baden-Württemberg sich anstrengen, um irgendwie wieder auf diesen Zug aufzuspringen. Aber das ist so ein Teil, ein kleiner Teil dieser Arbeit, die ich mache. Und warum ich eben sagte, dass mir das wichtig ist, das gilt nicht nur für den Vortrag heute Abend, sondern das gilt auch für den Morgen, im Vortrag und das Gespräch mit den Schülern, weil meine Erfahrung die ist, und das ist der Hauptgrund, warum ich diese Art Vorträge an Waldorfschulen lieber mache und sie mir wichtiger sind als viele andere, weil in diesem Alter, in dem die jungen Menschen die Oberstufe einer Waldorfschule besuchen, sie eigentlich alle, wenn sie irgendwie halbwegs gesund sind, noch von tiefen Idealen durchdrungen sind und zunehmend erleben, dass die Welt nicht so ist, wie es diesem Ideal entspricht. Und das ist eine dramatische Situation im Leben eines Menschen. Also ich kann mich sehr deutlich daran erinnern, wie das bei mir gewesen ist. Und es ist ganz entscheidend, ob man dann den Weg findet, diese Ideale ernst zu nehmen und so kräftig in sich ins Bewusstsein zu heben, wach werden zu lassen, wirken zu lassen, dass man aus Idealen heraus in der Welt stehen und die Welt allmählich verwandeln kann, oder ob es umgekehrt ist, dass man anfängt, wie das die meisten Menschen ja tun und wie das viele Erwachsene auch Jugendlichen gegenüber tun, zynisch zu werden und zu sagen, ja gut, also als ich jung war, da habe ich auch noch geglaubt, man könne die Welt verändern, das gibt sich schon und also wirst bald lernen, das hat gar keinen Zweck, so läuft's Business, gewöhn dich dran, wie die Welt läuft. Also dieser Zynismus, wo man dann nur noch sozusagen die eigene Karriere betreibt, aber sich eigentlich nicht mehr als ein verantwortlicher Gestalter des Weltganzen sieht, das ist etwas, dem ich gerne entgegenwirken möchte. Und es ist meine Erfahrung, dass immer wieder aus diesen Vorträgen genau das hervorgeht, dass Menschen sagen, weil sie damals bei uns das erzählt haben, deswegen bin ich jetzt da und da aktiv geworden oder mache das und das. Und das sind die Dinge, die mich freuen. Jetzt aber
zu dem Vortrag des heutigen Abends. Ich komme jetzt gerade zu Ihnen aus ziemlich dramatischen Debatten und Entscheidungen im Europäischen Parlament. Wir haben zum Beispiel heute Mittag dort debattiert über die Situation nach Fukushima, Atomenergie in Europa und was sind die Konsequenzen aus dem, was in Fukushima passiert ist, hier für Europa. Wir hatten heute Vormittag eine Diskussion über die Situation in Libyen und in anderen Maghreb-Staaten oder Staaten Nordafrikas und Arabiens. Die Frage, was können wir da tun und so weiter. Ich sage das nur, weil ich damit zugleich auch mit in Ihr Bewusstsein rufen will, wir leben in ausgesprochen dramatischen Zeiten. Das ist ja nicht immer so, aber man kann den Eindruck haben, dass im Moment sich sehr vieles verdichtet. Ich will nur drei große Krisen nennen, die ich sehe. Es gibt mehr, aber diese drei scheinen mir wirklich zentral. Das eine ist die zu tun hat mit unserem Umgang mit der Erde, der Umwelt, mit unserer Mit-, Um- und Nachwelt. Das heißt die ökologische Krise, die Klimafrage, Frage auch der Atomenergienutzung, wo wir im Moment dabei sind, Dinge in die Welt zu bringen, die die gesamte Biosphäre, das Leben auf der Erde nachhaltig bedrohen, wo wir auch dabei sind, all das, was zum Beispiel an Rohstoffen über Jahrmillionen auf dieser Erde entstanden ist, wenn Sie ans Erdöl denken und daran, wie das entsteht, durch lange Umwandlungsprozesse organischer Materialien unter Luftabschluss und so weiter, über Jahrmillionen ist das entstanden und wir beuten das in einem Tempo aus und verfeuern das in einem Tempo, dass in kurzer Zeit nichts mehr da sein wird für all die vielen Generationen von Menschen, die nach uns auf diesem Planeten leben werden und wollen. Das gilt nicht nur für das Öl, ich habe nur das als Beispiel genannt. Die Menschheit hat in den letzten 50 Jahren mehr Energie und mehr Rohstoffe verbraucht als in ihrer gesamten Geschichte zuvor. Und es ist absolut erkennbar, wenn man nur ein bisschen nachdenkt, dass das so nicht dauerhaft weitergehen kann. An der Klimaveränderung, Erderwärmung merken wir eine der Auswirkungen. Es gibt viele andere ähnlich dramatische Auswirkungen. Das heißt, wir müssen hier radikal unser Leben, unseren Umgang miteinander und mit der Welt ändern. Ich will den zweiten Punkt nur ins Bewusstsein rufen kurz. Die ökonomische Krise, die Krise auf den Weltfinanzmärkten, die Krise auch des Euro dann in der Folge. Ich fasse das jetzt alles in eins, obwohl ich weiß, dass man das sehr viel differenzierter betrachten könnte. Aber ich fasse es bewusst in eins, weil es meines Erachtens identische Ursachen hat. Weil es aus den gleichen Gründen hervorgeht, aus einem nicht verstandenen Geldwesen heraus, aus einem Mangel an adäquaten Regelungen für denjenigen Teil des Rechtslebens, der mit den wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen der Menschen untereinander auf dem Globus verbunden ist, was in den letzten Jahrzehnten in einer solchen Weise eskaliert ist, dass das, was wir heute Finanzwirtschaft nennen, was eigentlich gar keine Wirtschaft ist, längst die Realwirtschaft zunehmend aufsaugt und zerstört. Sie wissen vielleicht, dass 99% der Kapitalströme jetzt in Geldwert gemessen, 99% dessen, was an Geld um die Erde zirkuliert heute, nicht mehr in irgendeiner Beziehung mit irgendeiner wirtschaftlichen Tätigkeit eines Menschen steht. Also nicht mehr mit dem Hervorbringen von Waren oder dem Konsumieren von Waren, mit dem Hervorbringen oder Austausch von Dienstleistungen, sondern rein spekulativer Natur ist. Das heißt, das, was wir geschaffen haben, ist ein Instrument, um uns im wirtschaftlichen Leben zu dienen. Das Geld, das etwas ausgesprochen Sinnvolles, Wertvolles ist, eine geniale Erfindung, wenn man so will, weil es eben nicht mehr nötig ist, dass ich, wenn ich ein Fahrrad kaufen will und der das Fahrrad loswerden will, sagen wir mal, eine Gitarre sucht, dass ich dann auch eine Gitarre haben muss, sondern ich gebe ihm den Gegenwert in Geld und er kann sich dann eine Gitarre kaufen. Also das ist jetzt sehr simpel erklärt, das Geld ist viel komplexer, das ist auch nur eine der Funktionen des Geldes und dennoch, sie macht uns unendlich frei im Umgang miteinander, aber gedeckt ist es immer durch das, was als Wert dahinter steht und was aus menschlicher Arbeit und menschlicher Fähigkeit hervorgeht. Das ist die eigentliche Deckung des Geldes. Und das Geld geht immer an Menschen.
Darüber machen wir uns oft falsche Vorstellungen. Also wenn wir etwas bezahlen, bezahlen wir immer das Geld Menschen. Zum Beispiel die Vorstellung, dass Bodenschätze einen bestimmten Preis oder Wert haben, das Gold oder das Öl, ist im Grunde eine völlig falsche, weil das Öl nichts kostet. Das klingt jetzt merkwürdig. Aber das, was wir bezahlen, das Geld, das geht eben nicht, wird nicht in der Erde vergraben, so als Gegenwert für das Öl, das wir rausgenommen haben. Das geht immer an Menschen. Ja, wir bezahlen immer, das Geld schafft Beziehungen zwischen Menschen und drückt diese aus. Aber dadurch, dass wir eben seit vielen Jahrzehnten mit völlig falschen Vorstellungen auf diesem Feld operieren, schaffen wir ein solches Maß an sozialer Unbalance, kein gutes Wort, nicht? Also an sozialer Ungleichheit gefällt mir auch nicht. Wir schaffen immer mehr unstimmige Verhältnisse zwischen Menschen, aber auch zwischen Volkswirtschaften, die sich immer dramatischer auf dieser Welt auswirken. Und das, was ich eben mit dem Sozialen ausdrückte, ist nur eine Folge davon. Ich bin groß geworden mit der Vorstellung, also ich erinnere das noch gut, dass ich, als wir in der Schule über solche Fragen gesprochen haben, gelernt habe, ja, in anderen Gegenden der Welt, da gäbe es noch krasse Armut und ich nenne es jetzt bewusst obszönen Reichtum, Brasilien etwa oder in Teilen Afrikas oder sowas. In Europa gäbe es das im Grunde so nicht mehr, da sei es uns gelungen, immer mehr Verhältnisse zu schaffen, die allen Menschen adäquate Lebensmöglichkeiten bieten und eben niemanden mehr der Armut überlassen und auch keinen exorbitanten Reichtum mehr zulassen, sondern ungefähr ausgewogene Verhältnisse sind. Und so weit uns das noch nicht gelungen ist, wird uns das in Zukunft gelingen. Also ich bin aufgewachsen mit diesem Gefühl, es wird immer gerechter werden auf der Welt. Und wenn Sie sich anschauen, das hat übrigens eine Zeit lang gestimmt, ist interessant. Das hat eine Zeit lang gestimmt, aber in den letzten 19, 20 Jahren ist das dramatisch auseinandergegangen, wirklich dramatisch. Die Spitzeneinkommen steigen immer mehr, die niedrigen Einkommen sinken immer mehr. Viele Menschen können in Deutschland von ihrer Arbeit nicht mehr leben. Insbesondere betrifft das viele Familien, alleinerziehende Mütter zum Beispiel, mit absolut ehrbaren, anstrengenden, schwierigen Berufen und dennoch sind sie nicht mehr in der Lage, davon die Familie, die Kinder zu ernähren, während wir auf der anderen Seite ganz viele Menschen haben, die, und Sie verzeihen mir das, wenn ich sowas ausspreche, meine ich das A, nie persönlich und ich meine es auch nicht platt, nur auf Phänomene hindeuten, immer mehr Menschen, die gar nichts arbeiten und nicht wissen, wohin mit dem ganzen Geld, das sie dadurch verdienen. Ja, weil wir mit der Illusion leben, das Geld könne arbeiten. Ja, ich erinnere zum Beispiel vor langer, langer Zeit im Spiegel mal eine ganzseitige Anzeige gelesen zu haben, das war, als Berti Vogts noch Fußballspieler war. Da hier aber einige ältere Semester sitzen, kann ich dieses Beispiel erwähnen. Ich weiß, Sie sind nicht fußballbegeistert, aber Berti Vogts war also der Vorstopper der Nation, Terrier, das war ein ausgesprochen harter Spieler, hat nie schön gespielt, aber immer hart, ne? Bissig. Und dann war also eine Anzeige, doppelseitige Anzeige im Spiegel. Da sah man Berti Vogts mit einem völlig verdreckten, verschmierten Trikot, völlig fertig vom Spiel, verschwitzt. Und drunter stand Berti Vogts, mein Geld muss genauso hart arbeiten wie ich. Ja? Ich habe immer gefragt, wie macht das Geld das? Ja, wo arbeitet das Geld? Ja, kann ich das mal sehen? Also Geld kann eben nicht arbeiten, aber die Wahrheit ist, und ich will heute Abend Ihnen keinen Vortrag über Geld und Wirtschaft halten, deswegen kann ich das im Moment nur sozusagen ein bisschen mit groben Strichen einer Skizze machen. Die Realität ist, dass mittlerweile ein immer größerer Teil der Einkommen in diesem Land und in vergleichbaren Ländern nicht mehr aus Arbeit generiert wird, sondern schlicht und einfach aus der Anlage von Vermögen. Und dass das, was wir im Moment tun, um diese sogenannte Finanzkrise, die jetzt in eine Eurokrise, Währungskrise gemündet ist, weil die Staaten die Banken gerettet haben, ja, jetzt aber die Staaten pleite sind, das sind sie ohnehin schon länger, aber manche sind eben so überschuldet, dass man bezweifelt, dass sie diese Schulden jemals wieder decken können, weswegen gegen die Staaten spekuliert wird. Was machen wir jetzt? Wir machen einen Rettungsfonds und retten diese Staaten, womit? Indem wir uns Geld leihen bei den Banken.
um die Staaten zu retten und dieses Geld dann unmittelbar wieder an Banken bezahlen. Ich will jetzt nicht zu tief in dieses Thema einsteigen, nur was dabei passiert ist, dass beständig Geld ausgegeben wird, das noch keiner hat, das noch gar nicht eingenommen wurde. Es wird ständig sozusagen, sind wir dabei, dasjenige im Grunde zu, wie soll man sagen, aus dem Fenster zu schmeißen, was die, die nach uns kommen, brauchen werden. Ja? Und also wir erhöhen ständig die Schulden und indem wir Geld aufnehmen, zahlen wir ständig Zinsen, und zwar an diejenigen, die so viel Geld haben, dass sie von den Zinsen leben können. Also durch das, was im Moment als politische Maßnahme gegen die Finanzkrise ergriffen worden ist, wird die Krise verschärft. Das ist so. Und bezahlt wird es von den armen Menschen, die arbeiten, und von den armen Menschen, die Steuern zahlen. Weil es im Grunde, also wenn Frau Merkel sagt, wir retten die Banken mit 500 Milliarden, oder wenn wir jetzt in der Europäischen Union 700 Milliarden aufwenden für diesen sogenannten Rettungsfonds, dann muss man ja ehrlich gestehen, weder Frau Merkel noch wir, also die Europäische Union, hat dieses Geld, sondern das ist das Geld der Bürger. Ja, es ist nicht das Geld von Frau Merkel, sondern es ist ihr Geld, unser Geld, das da mal eben sozusagen für diese Zwecke aufgewendet wird, zum Teil direkt, zum Teil als Garantien vergeben und da eben, wie gesagt, die öffentlichen Haushalte alle überschuldet sind, muss man sich das Geld leihen und dafür den Banken weiter Zinsen zahlen. Und wenn wir das so weiter betreiben, dann kann man absehen, wie das in einigen Jahren oder Jahrzehnten zu dramatischen sozialen Verhältnissen führen wird. Das ist meines Erachtens absolut unabweisbar, außer wir erkennen die tieferen Hintergründe dessen und ändern das. Ich will das im Moment jetzt nur bei dieser Andeutung belassen. Ich will ein drittes Thema nennen, Krise der Demokratie oder ich nenne mal das insgesamt die Demokratiefrage. Es hat ja nicht nur Krisenseiten. Es hat eine Krisenseite, aber es hat auch die Seite, dass wir erleben, das Demokratiethema ist ein absolut entscheidendes Thema unserer Zeit. Ich will nur eine Zahl sagen, als wenn ich vergleiche von dem Zeitraum, als ich die Schule verlassen habe bis heute, dann sind in dieser Zeit nach dem UN-Demokratieindex, da gibt es also so einen Kriterienkatalog, wann man einen Staat als Demokratie bezeichnen kann, hat sich die Zahl der Demokratien auf der Welt mehr als verdoppelt. Und wenn Sie sich erinnern, dann war in den 70er Jahren Spanien noch eine Diktatur, Portugal eine Diktatur, Griechenland eine Diktatur, die Türkei eine Diktatur. Und wenn Sie einfach nur für einen Moment sich zum Beispiel Lateinamerika vor das innere Auge rufen, dann wissen Sie von oben bis unten praktisch durchgängig schreckliche Diktaturen. Heute praktisch alles, mehr oder weniger funktionierende Demokratien. Wenn Sie an Asien denken, Indonesien, Taiwan, Südkorea, viele andere Länder, dann sehen wir, wie überall die Demokratie auf dem Vormarsch ist. Und wenn wir jetzt gucken, was in diesen Tagen passiert, im Maghreb, in Tunesien, in Libyen, in Ägypten, übrigens auch in Marokko und Algerien, da ist es weniger, wie soll man sagen, spektakulär. In Bahrain, in Saudi-Arabien, in Jemen, in Syrien, in all diesen Ländern kämpfen Menschen für mehr Demokratie, mehr Mitsprache, mehr Bürgerrechte, Menschenrechte und so weiter. Das ist eine absolut zentrale Frage unserer Zeit. Und ich würde heute Abend gerne, weil das Thema ist des heute Abends, auf diese letzte Frage näher eingehen und da ein bisschen versuchen, mit Ihnen zusammen einen Weg zu gehen, wie man das ein bisschen gründlicher und tiefer verstehen kann und dann auch einen Blick dafür gewinnen, was eigentlich jetzt Not tut, was an der Zeit. Bevor ich das tue, nicht versäumen, zu sagen, dass ich meine, dass die Demokratiefrage die Schlüsselfrage ist, auch für die anderen genannten Fragen. Ich glaube, dass die Demokratiefrage in ihrer Bedeutung absolut unterschätzt wird. Gerade übrigens in unserem Land, aber auch andernorts. Die Demokratiefrage ist die Schlüsselfrage zur Lösung aller anderen Fragen. Weil am Ende
Auch die Frage des Klimas, die Frage von Ökologie, die Frage von Atomenergie, ja oder nein, wenn wir jetzt nur dieses eine Thema rausbrechen aus dem viel größeren Komplex. Auch die Frage nach den Regeln, die die Weltmärkte bestimmen, die die Finanzmärkte bestimmen und so weiter. Weil das am Ende alles Rechtsfragen sind. Das ist übrigens der Kern auch von Politik, Politik jetzt im guten Sinne. Die Aufgabe der Politik ist die Gestaltung des Rechtes im Bereich des öffentlichen Wesens, also in Gemeinden, in Ländern, in Staaten und auch zwischen Staaten. Und das Recht ist unendlich wichtig und ist dennoch eine Schicht, die wir ständig vergessen, nicht richtig ernst nehmen. Vor allen Dingen nicht als unsere ureigenste Aufgabe betrachten. Also wenn wir uns fragen, was ist das Recht, dann denken wir meistens an Gesetzesbücher, wir denken vielleicht an Gerichte, denken, gut, das ist die Aufgabe von Politikern, von Juristen, von vielleicht Anwälten, sich um das Recht zu kümmern, aber ich habe damit nichts zu tun. Was ist eigentlich das Recht? Das Recht ist etwas, was es außerhalb der menschlichen Sphäre, Gesellschaft, gar nicht gibt. Recht gibt es nicht in der Natur, hat dort auch gar keinen Sinn. Also wenn ein Baum einem anderen das Licht wegnimmt, wenn ein Fuchs, ein Rebhuhn, wie nennt man das, um die Ecke bringt, um es nicht zu drastisch auszudrücken, dann würde keiner sagen, das war jetzt aber Totschlag oder vielleicht sogar Mord mit Heimtücke oder... Das ist so im Tierreich, ja, das ist da völlig normal. Aber wenn ein Mensch das macht, dann ist es was anderes. Recht taucht also überhaupt erst beim Menschen auf, und zwar infolge unserer Freiheit. Ohne Freiheit kein Recht, aber auch ohne Recht keine Freiheit. Das ist sozusagen die Spiegelseite, die andere Seite der menschlichen Freiheit, der menschlichen Individualität. Und es wird immer wichtiger und auch immer prekärer, dieses Recht richtig zu verstehen und richtig zu fassen, je mehr die Menschen sich individualisieren. Rudolf Steiner hat ja als eines der sozialen Gesetze, die er formuliert hat, das soziologische Grundgesetz formuliert, das sehr verkürzt gesagt darin besteht, dass er sagt, dass die Menschheit sich immer mehr entwickelt, heraus aus geschlossenen großen Gemeinschaften, in denen der Einzelne wenig zählt und die Gemeinschaft sozusagen alles ist, immer mehr hin zur freien Einzelpersönlichkeit. Das ist jetzt meine Umschreibung, ist nicht die Formulierung Rudolf Steiners. Und das können wir überall auf der Welt heute beobachten. Es gibt wichtige Soziologen, die damit ihren Namen gemacht haben, Individualisierung der menschlichen Gesellschaft als Trend zu beschreiben. Wir beobachten das weltweit. Was uns wenig, zu wenig in diesem Zusammenhang bewusst ist, das ist, dass je mehr jeder Einzelne sozusagen zur freien Einzelpersönlichkeit wird, es umso wichtiger wird, das Verhältnis zwischen uns, das Verhältnis zwischen den Menschen adäquat, aber eben auch frei zu regeln. Und das ist die Aufgabe des Rechts. Recht ist nämlich nur, was frei zwischen Menschen vereinbart wird, würde ich sagen. Also eigentlich beruht Recht auf Vereinbarung. Dass wir miteinander etwas vereinbaren. Die Urgeste des Rechts ist eigentlich der Vertrag. Ja? Ich schließe mit Ihnen einen Vertrag. Der Vertrag kommt erst dann zustande, wenn Sie einverstanden sind und ich. Also wenn wir auf das Beispiel von vorhin zurückkommen wollen, ich möchte meine Gitarre verkaufen, weiß nicht mehr, ich war da vorhin gerade in einem Raum, da stand eine Gitarre ans Fenster gelehnt oder in die Wandecke. Weiß nicht, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich jetzt die ganze Zeit auf die Gitarre komme. Aber wenn ich Ihnen meine Gitarre verkaufen möchte, dann könnte es jedenfalls sein, dass ich den Wunsch habe, für dieses Instrument doch noch einen nennenswerten Betrag zu bekommen, möglichst viel, und Sie gerne möglichst wenig dafür bezahlen. Und jetzt gibt es kein objektives Maß. Sie können nicht entscheiden, ob der Vertrag zustande kommt. Das können nur wir beide. Und der kommt erst dann zustande, wenn Sie und ich, wenn wir beide einverstanden sind, dann haben wir uns gefunden. Dann ist es nämlich eine Vereinbarung, die für Sie gut ist und für mich. Dann entsteht zwischen uns eine Vereinbarung. So etwas, da wird sozusagen Recht geschöpft, Recht geschaffen. Um es ein bisschen deutlicher zu sagen und jetzt auch mit einem Blick eigentlich in die Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Wenn wir es im biblischen
Bildern nehmen, wenn wir es christologisch sehen, dann taucht dieses Problem und diese Frage eigentlich erst auf mit der Vertreibung aus dem Paradies. Also da, wo die Menschen aus dieser ursprünglichen Alleinheit, in der alle noch Teil eines Ganzen sind und der Einzelne sich nicht vom Ganzen, wie soll man sagen, unterscheidet, absetzt, sondern wo er Teil des Ganzen ist, wo die Menschheit diesen Zustand verlässt, übrigens durch Übertretung eines Gebots, interessanterweise, also sozusagen durch den ersten Bruch eines in diesem Fall göttlich gesetzten Rechts. Dadurch entsteht einerseits Schuld, aber andererseits auch dieser Schritt in die Freiheit, der dann zur Aufgabe macht, jetzt diese Verantwortung auch selbst zu übernehmen und zu tragen, nämlich Recht zwischen uns neu und frei zu gestalten. Und auf diesem Weg ist die Menschheit lange noch geführt worden, göttlich geführt worden, würde ich sagen. Sie verzeihen mir, dass ich das alles jetzt in 7 Meilenstiefeln mache, aber ich glaube, dass Sie in den Bildern und Gedanken und Formulierungen, die ich gebrauche, dass Sie da innerlich eintauchen können, soweit Sie jedenfalls bestimmte Hintergründe kennen. Und ansonsten sehen Sie es als Anregung, sich mit diesen Fragen weiter zu beschäftigen. Das ist übrigens jetzt keine Reaktion auf den ersten Teil des Vortrags, sondern das war angekündigt, dass sie gehen muss heute. Aber wenn Sie zum Beispiel denken an die 10 Gebote, dann wird das ja in der Bibel so erzählt, dass nicht der Moses sich dahin gehockt hat und hat das irgendwie in Stein gehauen, was er sich ausgedacht hat, sondern hat sie gefunden, die Gesetzestafeln am Berg Sinai. Und das Gleiche finden wir in eigentlich allen Kulturen in der Welt zu einem frühen Zeitpunkt, dass das Recht zunächst mal noch als göttlich geoffenbartes Recht empfunden wird. Und wir sehen dann auch in der Entwicklung, lassen Sie sich weiter jetzt bewusst christologisch oder auf der Basis der Gedanken und der Bilder, die wir in der Bibel im Alten und Neuen Testament finden, darstellen, dann sehen Sie, wie ein absoluter Bruch an dieser Stelle ist zwischen Altem und Neuem Testament. Wie anders im Alten Testament, dass Gott noch als das Recht, als göttlich geoffenbartes Recht wirkt und Gott auch unmittelbar eingreift und straft, wenn es nicht beachtet wird, die Sintflut schickt oder erstarrt zur Salzsäule und all diese Dinge. Oder wenn Sie sich erinnern an die Geschichte mit Abraham. Also das ist ein anderes Verhältnis zum Recht und das ändert sich, meine ich, radikal mit Golgatha, mit dem Erscheinen des Christus auf der Welt. Ich sage das jetzt in diesen Bildern, ich könnte es auch anders darstellen. Also das Interessante ist ja, dass tatsächlich vor etwa 2000 Jahren die Idee der Demokratie auf der Welt erstmals entstanden ist. Vor 4.000 Jahren sind davon gar nichts gehört. Ja? Da war die Gesellschaft so gegliedert wie diese Bauwerke, die man in Ägypten noch findet, wie die Pyramide, an der Spitze stand der Pharao, der durch besondere Einweihungsvorgänge, wie soll man sagen, auf sein Amt vorbereitet war und tatsächlich auch jemand war, der mit besonderen Fähigkeiten begabt nun das Land führte, die Hochwasser vorhersagte und vieles andere mehr. Und Vergleichbares finden Sie in anderen Kulturen, ich nehme das jetzt nur aus dem uns vertrautesten Raum. Und dann ist die Gesellschaft so nach unten geschichtet, pyramidal, aber es hat überhaupt nichts zu tun mit Demokratie damals. Das wird radikal anders vor etwa 2000 Jahren. Also zu dem Zeitpunkt etwa, als, wenn man es jetzt christologisch ansieht, als Christus am Kreuz sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und zu dem Zeitpunkt, als im Grunde er diesen Weg macht durch Menschenschicksal, durch den Menschenleib hindurch, durch den Tod hindurch, die Erde hinein zur Auferstehung. Und damit ist für uns alle eine neue, andere Aufgabe gestellt, weil jetzt nicht mehr ein anderer uns sagen kann, was richtig und was zu tun ist, sondern weil jeder in sich selbst das Erkennen entwickeln muss. Und jeder in sich selbst die Möglichkeit zum Guten und zum Bösen hat. Und frei an dieser Stelle steht und entscheidet.
Das ist die Situation, in der die Menschheit heute steht. Und das ist übrigens unabhängig von religiösen Fragen. Ich habe das nur ganz bewusst heute Abend hier für uns und für Sie in den Bildern des Christentums entwickelt, weil ich glaube, dass man es da sehr tief gegründet finden kann. Aber die Menschheitssituation ist weltweit dieselbe, dass wir dastehen und dass im Grunde, wenn Sie wieder ein Bild erlauben, dass die Welt in unseren Händen liegt und es von uns abhängt, ob und wie es weitergeht. Eine unglaubliche Freiheit, aber eben auch eine unglaubliche Verantwortung. Und der Charakter des Rechtes hat sich damit eben auch gewandelt, so dass Rudolf Steiner zum Beispiel sagt, dass dasjenige, was Recht ist, nur festgestellt werden kann, wenn alle die Möglichkeit hatten, daran beteiligt zu sein. Das Recht muss hervorgehen aus der Gesamtheit der Menschen, also das Recht, das für einen bestimmten Kreis von Menschen gilt. Das ist die Idee der Demokratie, dass nicht mehr einer auftreten kann als Führer und sagt, ich bestimme jetzt. Ja? Sondern wenn das nochmal auftritt, also wenn sozusagen Ägypten auftritt, im 20. Jahrhundert gab es das ja zum Beispiel, Adolf Hitler, Stalin, Pol Pot und so weiter, gibt heute auch noch Variationen, Formen davon, dann ist das absolut katastrophal, weil es nicht mehr geht mit den Möglichkeiten, sozusagen mit der seelischen Verfasstheit, der geistigen Verfasstheit des heutigen Menschen. Das heißt, wir können nicht mehr einfach jemandem folgen, auch wenn er noch so überzeugt wird. Wir dürfen das nicht mehr. Also wir müssen in uns diese Instanz entwickeln, selbst aus Freiheit zu entwickeln. Und jetzt würde ich gerne noch einen Schritt weiter gehen, bevor wir dann in einem zweiten Teil sehr viel konkreter, praktischer werden. Anthroposophie handelt ja in einem sehr eminenten Sinne davon, das ist ja kein Wissensinhalt, kein Bildungsgut, sondern es ist im Grunde ein Entwicklungsweg, ein seelisch-geistiger Entwicklungsweg und handelt in einem eminenten Maße davon, wie ich in mir selbst, wie jeder Mensch in sich selbst, das höhere Ich zur Entwicklung bringen kann. Wie jeder Mensch selbst fähig wird zur Selbstbestimmung, frei seine Individualität, seine Persönlichkeit zu gestalten. Sie kennen vielleicht diese Stelle bei Dietrich Bonhoeffer, der, als er im Konzentrationslager saß, einfach aus der Beobachtung dessen, was er da erlebte, sagte, der Mensch ist zu allen tierischen Gefühlen und Handlungen fähig. Aber er unterscheidet sich vom Tier dadurch, dass er in sich eine Instanz hat, die darüber entscheidet, ob er diesen nachgeben möchte oder nicht. Ich habe das jetzt mit meinen Worten wiedergegeben. Also er beschreibt, wie Menschen in solchen Situationen sozusagen nur noch Angst sind oder nur noch Hunger, wenn man tagelang nichts zu essen bekommen hat oder nur noch Wut aufgrund dessen, wie man da behandelt wird. Und er beschreibt dann, dass im Grunde alles davon abhängt, auch das weitere Schicksal dieses Menschen davon abhängt, ob in diesem Menschen noch etwas wach und lebendig bleibt, von wo aus er das steuern kann. Das ist das Bild sozusagen des Wagenlenkers, wo die Rosse, das eine Ross in die Richtung, das andere in die Richtung zerrt. Und in der Mitte steht einer, der das hält. Und sage, ich weiß schon, da ist der Hunger, da ist die Wut, da ist die Angst. Aber ich halte das. Das ist der Mensch eigentlich. Und wir merken, wie wir das mehr oder weniger sind. Wie wir das mehr oder weniger können in bestimmten Situationen. Wir merken, wie es auch Situationen gibt, wo der Mensch das vielleicht vorübergehend ganz verliert, aber auch wiedergewinnen kann. Aber das ist, worauf es ankommt als Mensch. Jetzt möchte ich mit Ihnen einen Schritt weitergehen, weil das ist für mich ganz genauso Anthroposophie. Ich meine auch, das ist ganz genauso bei Rudolf Steiner zu finden, auch in flehentlichen, in sehr deutlichen Worten und Appellen. Das, was mich beschäftigt seit 35 Jahren, das ist, wer und wo ist das Ich im Sozialen? Also wer ist der Wagenlenker, der im Hinblick nicht auf meine persönliche Biografie, sondern auf unser gemeinsames Schicksal auf dieser Erde die Entscheidungen fällt? Und da sind wir wieder
bei der Demokratiefrage. Weil das, da stellt sich die Frage, wer entscheidet eigentlich? Entscheide ich? Oder lasse ich mich lenken von anderen? Und wer lenkt dann, wenn ich nicht lenke, wenn ich andere lenken lasse? Und Sie sehen, wie über die Jahrhunderte seit diesem Zeitpunkt, von dem ich Ihnen vorher sprach, vor 2000 Jahren bis heute, eigentlich diese Prinzipien miteinander gerungen haben. Die Idee der Demokratie, Demoskratein, also das Volk regiert, und die Idee der Tyrannis oder der totalitären Herrschaft oder auch der Monarchie, das heißt, dass jemand aufgrund seiner Geburt, seiner Herkunft sich bestimmt wähnt, über andere zu bestimmen. Heute leben wir im Zeitalter der Demokratie. Und wenn Sie aber jetzt schauen, wie zum Beispiel die Menschen in Deutschland über diese unsere heutige Demokratie denken und sprechen, dann ist das absolut erschreckend. Ich will Ihnen nur eine Umfrage da zitieren. Es gibt Forsa, macht jedes Jahr eine Umfrage zur Demokratiezufriedenheit in Deutschland. Und in den letzten Jahren werden die Ergebnisse immer dramatischer. Die Zufriedenheit sinkt beständig. Das heißt, etwa zwei Drittel der Menschen in Deutschland sagen, dass sie der Meinung sind, dass sie überhaupt nichts zu sagen hätten. Also ich nehme mal eine konkrete Frage aus dieser Umfrage. Da wird gefragt, also die Umfrage ist so gestaltet, dass es immer Sätze sind, denen man dann zustimmen muss oder ablehnen. Oder manchmal gibt es auch drei Möglichkeiten. Also ein solcher Satz zum Beispiel lautete: Durch Wahlen kann ich die politischen Entscheidungen mitbestimmen. Und dann gab es drei Antwortmöglichkeiten. Ja, in erheblichem Maße. Die zweite Möglichkeit war ein wenig. Die dritte Möglichkeit war gar nicht. Und das ist ja die Idee der repräsentativen Demokratie, wie wir sie heute haben, dass wir durch Wahlen die politischen Entscheidungen mitbestimmen. Das ist ja... Alle Staatsgewalt geht vom Volke, heißt es, aus heißt es im Grundgesetz. Und wie machen wir das? Indem wir zur Wahl gehen. Mehr Möglichkeiten haben wir ja gar nicht, um an der politischen Willensbildung unmittelbar uns zu beteiligen. Nun sagen bei dieser Umfrage ja 5%, also ja in erheblichem Maße, sagen 5%. 47% sagen ein wenig, 48% sagen gar nicht. Also wenn Sie das addieren, dann sagen im Grunde 95%, dass man durch Wahlen die politische Entscheidung entweder nur wenig oder überhaupt nicht beeinflussen kann. Ja? Und immer mehr wird deutlich, dass dieses, ich nenne das immer Zuschauerdemokratie, ich habe das schon vor 30 Jahren Zuschauerdemokratie genannt, das ist dann mal ein Buchtitel draus geworden, diese Zuschauerdemokratie, in der der Souverän, also die eigentlich das Sagen haben müssten, auf die Zuschauerplätze verdammt sind, verbannt sind und dann nur noch zugucken können, wie die da oben das machen. Dann alle 4 oder 5 Jahre kann man ein paar austauschen vom Personal, aber man kann keine einzige Sachfrage selbst entscheiden. Das ist absolut inadäquat, meine ich. Weil das auch ein Riesenunterschied ist. Wahlen und Abstimmungen, ein riesiger Unterschied. Bei Abstimmung geht es um eine Sachfrage, um eine Sachfrage, um nichts anderes. Bei Wahlen werden hunderte von Sachfragen miteinander verrührt. Also es geht um Außenpolitik, Innensicherheitspolitik, Bildungspolitik, Agrarpolitik, Verkehrspolitik, was fällt mir noch alles ein? Steuern, alles zusammen. Und dann am Ende, und dann wird das noch vermischt mit Personalfragen, also Merkel oder Steinmeier oder ich weiß jetzt nicht, wer es als nächstes werden wird. Ja. Und dann soll man ein Kreuz machen und damit hat man sozusagen zu allem eine Ahnung gegeben. Das ist immer weniger adäquat. Ja. Deswegen ist einem immer auch ein Stück übel bei den Wahlen. Selbst mir, der ich selbst eine Partei mit begründet habe, selbst in der Politik tätig bin, ist beim Wählen immer ein Stück übel, weil eigentlich geht das nicht. Ja. Eigentlich würde man zum Beispiel gerne sagen, ja, also in dieser Frage, da würde ich gerne dir mein Vertrauen schenken, allerdings in dieser Frage nicht, da würde ich das gerne dir. In dieser Frage vertraue ich eigentlich keinen von euch, da sehe ich jemand ganz, das geht alles nicht. Das heißt, diese Demokratie ist unvollkommen. Und wir müssen vor allen Dingen uns auch klammern, Demokratie ist etwas, was man nicht hat. Das ist ja unser Hauptfehler, dass wir immer zu sehr vom Haben-Denken bestimmt sind. Ja?
Also wenn ich weiß noch, wie ich angefangen habe vor 30 Jahren mit diesem Thema, dann haben wir gesagt, wir müssen mehr Demokratie, haben die Leute gesagt, wieso? Hälfte Demokratie haben wir doch. Wir haben doch Demokratie. Ja, aber darum geht es nicht. Es geht darum, wie. Also Demokratie ist, erlauben Sie mir, das so zu formulieren, Demokratie ist ein Lebewesen. Demokratie muss man leben, muss man pflegen. Demokratie muss sich entwickeln können, muss sich verwandeln können. Wie jedes Lebewesen muss es sozusagen durch Entwicklungsstufen gehen. Und man kann nicht sagen, wir haben Demokratie. Übrigens, auch das ist so, das, was wir haben, das ist auch nicht vom Himmel gefallen. Sondern das verdanken wir Menschen, die so wie jetzt in Libyen oder anderswo für solche Dinge zum Teil sterben. Also in Deutschland haben viele Menschen ihr Leben gelassen für die Rechte, die wir heute ganz selbstverständlich in Anspruch nehmen. Dass man frei seine Meinung sagen kann, war nicht immer selbstverständlich. Da haben Menschen wirklich mit aller Konsequenz, wissend, dass das richtig und notwendig ist, dafür gefochten, sind im Gefängnis gesessen, haben das Land verlassen müssen, sind verfolgt worden, sind umgebracht worden und so weiter. Denen verdanken wir diese Rechte heute. Aber wir haben auch die Pflicht, das weiterzuentwickeln. Und dass das nötig ist, das weiterzuentwickeln, ist, glaube ich, jedem deutlich. Allein schon, wenn ich Sie daran erinnere, dass wir vor weniger als 100 Jahren in Deutschland noch ein Wahlrecht hatte, bei dem ausschließlich Männer wählen durften. Ja, das ist heute kaum noch vorstellbar, aber es ist gerade mal 90 Jahre her, ja, 92 Jahre, dass wir das allgemeine, freie, gleiche und geheime Wahlrecht haben. Jetzt haben wir seit etwa 60 Jahren, mehr als 60 Jahren, diese Form der repräsentativen Demokratie. Aber wir merken, wir müssen einen nächsten Schritt tun. Das muss sich verändern, das muss sich weiterentwickeln. Und der wichtigste Schritt, ich könnte viel mehr Schritte jetzt aufzählen, aber da bräuchten wir dann mehr Zeit. Der wichtigste Schritt ist, dass neben den Wahlen auch Abstimmungen möglich sein müssen. Sachabstimmungen. Das war, was ich nach meiner Schulzeit bearbeitet habe. Ich habe nämlich im Sozialkundeunterricht, Unterricht in der Schule, wie alle in dem Alter, das Grundgesetz durchgenommen. Und als ich das dann so für mich las, stieß ich da auf den Artikel 20. Sie kennen ihn vielleicht. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Rechtsprechung, der vollziehenden Gewalt und der Gesetzgebung ausgeübt. Und ich habe mich sofort im Unterricht gemeldet, habe meinen Sozialkundelehrer, Herrn Engel, gefragt, Herr Engel, was ist denn hier mit diesen Abstimmungen? Ja? Hat doch noch nie eine gegeben. Ja, die Abstimmungen, das seien wohl, meinte er, die Abstimmungen über die Wahlvorschläge der politischen Parteien. Ich sage, das überzeugt mich nicht. Das wäre ja eine Tautologie, also ein weißer Schimmel. Ja? Dann hieße der Satz Wahlen und Wahlen. Ja? Das kann nicht sein. Dann hat er gesagt, gut, also er könne das nicht besser beantworten jetzt, er werde das untersuchen. Und dann kam er nach einer Woche, er hätte das geklärt. Und zwar seien diese Abstimmungen, das seien die Abstimmungen über die Neugliederung des Bundesgebietes. Und tatsächlich, wenn Sie damals irgendein Buch gekauft haben, ein verfassungsrechtliches Standardwerk, Lehrbuch, ein Kommentar, Grundgesetzkommentar, dann war einhellig überall erklärt, Abstimmung Artikel 20, das sind die Abstimmungen aus Artikel 29, nämlich zur Neugliederung des Bundesgebietes. Weil der Artikel 29 im Grundgesetz sagt, wenn Teile des Bundesgebietes neu gegliedert werden, dann müssen die Bürger der entsprechenden Gebietskörperschaften in einer Volksabstimmung zugestimmt haben. Das ist übrigens auch passiert in Baden-Württemberg. Ja, als Nordwürttemberg, Baden und Südwürttemberg, Hohenzollern zu einem Bundesland zusammengelegt und gab es eine Volksabstimmung hier. Ja. Und es gab Berlin und Brandenburg eine, die wurde damals abgelehnt und es gab einmal eine im Lippischen. Das ist der Artikel 29. Da habe ich damals schon gesagt, also meinem Sozialkundelehrer, das kann nicht sein. Ja. Das kann nicht sein. Also ich glaube, auch Ihnen wird das einleuchten. Artikel 20 hat ein anderes Subjekt. Da heißt es nämlich, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das ist das Volk, also das gesamte Staatsvolk. Und im Artikel 29 sind es die Bürger der betreffenden Gebietskörperschaft. Wörtliches Zitat. Es ist ein anderes Subjekt. Es ist ein anderes Objekt. Im Artikel 20 heißt es alle Staatsgewalt. Im 29 geht es nur um die Abstimmung über eine bestimmte Frage, nämlich Gebietsneugliederung. Ja, also, und ich könnte noch weitere Argumente. Mein Argument war, das ist
Also der 29, das ist sozusagen ein Schnapsglas, ja. Und der 20 sagt, Flüssigkeiten füllt man in Gefäße. Das ist jetzt sehr grob, ne? Aber einfach nur um die Logik deutlich zu machen. Und jetzt erklären alle, wenn ich dann frage, was ist ein Gefäß? Dann sagen die, ja, Gefäße, das ist ein Schnapsglas. Also im Einzelfall ja, aber grundsätzlich nein. So, und dann hat mich das interessiert. Wie ist das jetzt mit dem, was ist gemeint mit Abstimmung? Und da kam ich damals nicht dran, weil es gab damals ein Werk, neunbändiges Werk, das hieß Sämtliche Protokolle des Parlamentarischen Rates. Und ich dachte, da drin finde ich das. Ich habe das damals übrigens zusammen gemacht mit Wilfried Heid und Berthold Hasenmüller. Ich sage das nur, weil vielleicht kennen welche, die beiden. Ich bin damals nach Achberg gegangen, um diese Frage zu untersuchen. Die hat mich ganz früh beschäftigt. Und es hat damals dann das Institut für Sozialforschung in Achberg hat mir ermöglicht, daran zu forschen. Ich habe gesagt, das ist spannend, du musst es untersuchen, komm zu uns, wir ermöglichen das. Und dann haben wir da gemeinsam dran geforscht und der Durchbruch kam, als Luther Udert, der damals Philosophieprofessor in Bochum war, mittlerweile gestorben und ein guter Freund von mir war, durchsetzen konnte, dass er einen Forschungsauftrag in dieser Frage genehmigt bekam und uns die Möglichkeit gegeben hat, die Originalprotokolle des Parlamentarischen Rates, hieß das dicke Werk, in den veröffentlichten Protokollen fand sich nichts, was dieses Wort Abstimmung erklärt. Das ist jetzt interessant deshalb, weil der Artikel 20 als einziger zusammen mit dem Artikel 1 die sogenannte Ewigkeitsgarantie besitzt. Also, das ist eine Eigenheit des Grundgesetzes, gibt es in keiner anderen Verfassung der Welt. Im Grundgesetz steht, es gibt zwei Artikel, die sind unabänderlich. Man kann alles ändern, aber diese beiden nicht. Das ist der Artikel 1 und der Artikel 20. Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist oberste Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Also sozusagen im Grunde, anthroposophisch gesprochen, die freie Individualität, die Menschenwürde. Das ist übrigens ein neuer Griff, verfassungsgeschichtlich. Ja, wenn Sie andere Verfassungen anschauen, dann finden Sie sowas nicht. An die Spitze des Grundgesetzes wird die Würde des Menschen gestellt. Mit diesem Begriff fängt es an. Und alles andere ist dem untergeordnet. Also der Staat hat sozusagen überhaupt nur eine Berechtigung, soweit er die Würde des Menschen achtet und schützt. Also nicht, der Staat ist alles, der Einzelne ist nichts. Das war ja Nationalsozialismus. Ja? Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Der Einzelne ist nichts, der Staat ist das Volk, ist alle und so weiter. Sondern, und das war die große Chance dieser Stunde Null, wenn man so will, also dieser Menschen, die damals die Aufgabe hatten, nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches, des Nationalsozialismus, eine neue Verfassung zu schaffen und zu lernen aus der Geschichte, es wirklich völlig umzudrehen gegenüber all dem, was bisher war, alles abzustellen auf den freien Menschen. Und das braucht aber eine Entsprechung. Und die Entsprechung ist der Artikel 20, denn sonst wird es Willkür. Ja? Der Artikel 20 ist das Demokratieprinzip. Wir haben also das Prinzip der Menschenwürde und das Prinzip der Demokratie als die beiden unabänderlichen Artikel im Grundgesetz. Durch Artikel 79.3 werden diese beiden vor jeder Veränderung geschützt. Deswegen hat mich das interessiert. Das kann nicht sein, dass in diesem Artikel 20, der vor jeder Veränderung gesperrt ist, dass da ein Wort Abstimmung steht, das keiner meint, ja, das irgendwie da irgendwie reingerutscht ist. War völlig unerklärlich. Also wenn man die sämtlichen Protokolle las, dann konnte man endlos lange Debatten über alle anderen Begriffe im Grundgesetz finden, aber nicht ein Sterbenswörtchen zum Artikel 20 und zu diesem Wort Abstimmung. Und es war dann nur so, dass aus einem späteren Protokoll, in dem nämlich jemand sagte, aber das haben wir doch schon letzte Woche diskutiert, ich damals schloss, da muss eine Woche vorher was gewesen sein, da war aber nichts, da war kein Protokoll. Und dann haben wir eben durch Lothar Udert diese Möglichkeit erhalten, die Originalprotokolle einzusehen, die übrigens total, das ist so zerfallendes Papier, die hatten in der Nachkriegszeit ein ganz schlechtes Papier, weil es Holzmangel gab damals. Und das ist also zum Teil gar nicht mehr gut zu lesen, aber wir fanden das Originalprotokoll der Sitzung vom 14. Oktober 1948 und dieses eine Protokoll ist nicht veröffentlicht in sämtlichen Protokollen, alle anderen schon, dieses eine nicht.
Und in dieser Sitzung sagt Carlo Schmid, also ein Baden-Württemberger, ja, sagt ein Tübinger, also nicht weit von hier, übrigens mein Lieblingsmitglied im Parlamentarischen Rat, also immer wenn Sie, lesen Sie ruhig mal diese Protokolle, das lohnt sich, das hat man selten. Nein, so eine Situation, wo alles in Trümmern liegt und jetzt ein Kreis von Menschen die Aufgabe hat, sozusagen das auf eine neue Grundlage zu stellen, das hat man selten und die Gedanken sind wirklich ernst und tief, die da gedacht und formuliert werden. Und der ernsteste und tiefste war tatsächlich Carlo Schmid. Es ist ein unglaubliches Glück, dass der dabei war. Also, vor dem 14. Oktober hieß der Artikel 20, das Volk ist Träger der Staatsgewalt, es übt diese in den Wahlen und durch die Organe der Gesetzgebung vollziehenden Gewalt und Rechtsprechung aus. Und dann meldet sich Carlo Schmid und sagt, erstens, das Volk ist Träger der Staatsgewalt, die fiele ihm nicht. Also der hatte auch noch Geschmack, der Mensch. Er hat gesagt, er sähe vor seinem inneren Auge, auch das, mir geht das Herz auf, wenn ich merke, da hat jemand noch Bilder, ja, wenn er, also vor seinem inneren Auge sähe er ein unter der Last der Staatsgewalt gebeugt gehendes Volk. Das Volk als Träger der Staatsgewalt. Ja. Er nannte das das elende Rucksackprinzip. Und sagte, weg damit. Sagen wir doch ganz einfach, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, denn so muss es in der Wirklichkeit sein. Also herrlich, ne? So, und dann sagt er also, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, und dann sagt er, im Übrigen, so darf es nicht bleiben, sonst wären Volksabstimmungen ja ausgeschlossen, und beantragt in diesen Satz das Wort Abstimmungen einzufügen. Ja, dann sagt Dr. von Mangold, das war damals der Sprecher der CDU, sagt, in der Tat, so kann es nicht bleiben. Wir wollen doch nicht das Monopol für die repräsentative Demokratie. Und dann einigen sie sich, dass Abstimmungen rein sollen. So, und dann ist das zu Ende, diese Sitzung, und die Abstimmungen bleiben drin. Dann kommt die Schlussdebatte im Parlamentarischen Rat, 6. bis 8. Mai 1949 dann. Und da meldet sich der Abgeordnete Heuss, verzeihen mir, dass er schon wieder einen Baden-Württemberger am Wickel hat, diesmal weniger erfreulich. Der Abgeordnete Heuss war ein fanatischer Gegner der direkten Demokratie. Er hat ein ganz bestimmtes, sehr von Machtausübung geprägtes Politik- und Demokratieverständnis. Und er beginnt seine Rede mit dem Wort oder Satz, Cave Canem. Also, sind nicht mehr viele Lateiner da, stelle ich fest. Hütet euch vor dem Hund. Ja. Also er sagt, Cave Canem, hütet euch vor dem Volk. Ja. Und stellt dann den Antrag, die Abstimmung zu streichen, weil er sagt, das Volk ist unberechenbar. Ja, und das Volk ist, wie sagt er, in der modernen Demokratie, na, ich habe das Zitat jetzt nicht mehr genau, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also auf jeden Fall, dem Volk darf man nicht trauen. Wir müssen bindende Gewalt in den Händen weniger konzentrieren. Das ist sein Argument. Und er stellt den Antrag, Abstimmung zu streichen. Er verliert aber in der Abstimmung. Die Abstimmungen bleiben drin. Er macht den Versuch dreimal, in der ersten, zweiten und dritten Lesung. Jedes Mal beantragt er, Abstimmung wieder zu streichen. Jedes Mal entscheidet sich die Mehrheit des Parlamentarischen Rates, das Wort Abstimmung drin zu lassen. So, seitdem steht es im Grundgesetz. Dann wurde Theodor Heuss Bundespräsident. Und als Bundespräsident erhielt er die Einladung, das nun neu formulierte Grundgesetz mit einer Einleitung zu versehen. Und in dieser Einleitung schrieb Theodor Heuss folgenden Satz. Die Väter des Grundgesetzes haben aus wohlerwogenen Gründen, nämlich wegen der bitteren Erfahrung von Weimar, auf die Einführung von Volksabstimmungen verzichtet. Diesen Satz finden Sie in allen Kommentaren und Lehrbüchern, überall, also in damals jedenfalls war es so, sämtliche Kommentare und Lehrbücher, mit Ausnahme von einem einzigen, Pestalozza aus Berlin, der aber in der Zunft damals nichts galt, hat sich geändert. Alle haben gesagt, also Volksabstimmungen sind verfassungswidrig, Beleg, die Väter des Grundgesetzes haben aus wohlerwogenen Gründen und so weiter, dann kam der Satz von Theodor Heuss, der aber nicht im Grundgesetz steht, ja, sondern in einem privaten Aufsatz von Herrn Heuss, der allerdings damals, ich glaube, 12-millionenfach verteilt wurde, weil das Grundgesetz wurde dann x-mal gedruckt und an die Bürger und an die Schüler und an die Studenten überall im Land verteilt. Aber dieser Satz von Heuss hat überhaupt keine Rechtsbedeutung. Ja. Es ist eine private Meinungsäußerung von Herrn Heuss, die falsch ist übrigens in vieler Hinsicht. Das ist schon Väter ist falsch. Ja. Es waren Väter und Mütter, aber das hat man vielleicht, hat er nicht, war ihm nicht wichtig. Auch das mit Weimar ist falsch, ja. Bis heute wird immer die Geschichte erzählt mit den bitteren Erfahrungen von Weimar.
Das ist so bei einer bestimmten Riege von Verfassungsrechtlern, Staatsrechtlern, Politologen und sowas, ist das gängiger, ein feststehender Terminus. Also ich weiß, als ich losgelegt habe, als ich das dann erstmals auf einer Bundesversammlung beantragt habe, Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheid des Grundgesetzes aufzunehmen, da kam zu mir so ein wirklich von mir ansonsten hochgeschätzter, geradezu weiser, wie soll man sagen, älterer Herr und sagte, junger Mann, ja, wissen Sie, was Sie da fordern, sowas? Wissen Sie, wie gefährlich das ist? Ja, ich weiß nicht genau, was Sie meinen. Ja, kennen Sie nicht die bitteren Erfahrungen von Weimar? Ich sage, ja, welche meinen Sie? Ja, sehen Sie. Da sage ich, ja, meinten Sie die Abstimmung zum Young-Plan? Ich sage, ja, die auch. Ich sage, ja, welche meinen Sie denn noch? Ja, alle! Ich sage, welche denn noch? Das Interessante ist, die bitteren Erfahrungen von Weimar, wenn Sie das mal untersuchen, die bestehen darin, dass es tatsächlich in der Weimarer Verfassung die Möglichkeit zur Volksabstimmung gab. Sie war aber so geregelt, wie in Baden-Württemberg, so ähnlich wie in Baden-Württemberg, der Volksentscheid auf Landesebene, nämlich so, dass es nicht funktionieren kann. Ja? Also man kann ja manchmal ein Gesetz so machen, dass es so tut, als ob, aber in der Wirklichkeit nicht funktioniert. Und in Weimar war das so, da war ein Beteiligungsquorum formuliert, das hieß, es müssen, damit das überhaupt gültig ist, mindestens 50% sich beteiligt haben. Sonst gilt es nicht. Die Wirkung dieses Beteiligungsquorums, das klingt ja vernünftig, ne? Das ist wie so oft, gut gemeint vielleicht, aber in der Wirkung schlecht. Die Wirkung des Beteiligungsquorums war, dass bei allen Abstimmungen immer die eine Seite gesagt hat, geht nicht hin. Ne? Also ich nehme mal ein Beispiel. Fürstenenteignung. Ja? Da gab es also damals ein Volksbegehren, die großen Fürstentümer, also ich könnte jetzt als Beispiel sagen, Thurn und Taxis oder Baron Fink, ja? Ich weiß nicht, ob Sie wissen, ich bin Bayer, meine Tante lebt in Krün. In Krün ist der Barnsee, kennen Sie nicht, oder? Ah, sehr gut. Also ein wunderbarer, kleiner, oberbayerischer See in der Nähe von Mittenwald. Und der Barnsee gehört dem Baron Fink, wie 74 andere Seen in Bayern. Und die Jugend von Krün war gewohnt, im Barnsee zu baden. Irgendwann hat das dem Baron Finkschen Vermögensverwalter nicht mehr gefallen und er hat einen Zaun um den Barnsee ziehen lassen, um das Baden zu verhindern. Die jungen Leute, nicht faul, haben diesen Zaun durchgeschnitten und sind wieder zu baden gegangen. Und dieses Spiel ging längere Zeit so hin und her. Dann hat der Baron von Finksche Vermögensverwalter im Barnsee, unter der Wasseroberfläche, im Winter NATO-Draht ausrollen lassen. Überall da, wo man ins Wasser gehen kann. Und als der Sommer kam, ist also die Dorfjugend baden gegangen, wirklich von den kleinen Kindern bis zu den Großen. Und etliche haben sich erheblich verletzt. Und das ging dann so weit, dass mehrere Eltern gegen Baron Fink geklagt haben wegen Körperverletzung. Jetzt weiß ich, wie viele Juristen hier drin sitzen oder wie viele Leute mit einem gesunden Menschenverstand. Ich könnte Sie jetzt fragen, was meinen Sie, wie es ausgegangen ist? Nicht Baron Fink hat sich einer Straftat schuldig gemacht, wegen Körperverletzung, sondern die, die da eingedrungen sind, wegen Hausfriedensbruch. Ja, so ist unser Eigentumsbegriff heute. Und so gibt es also noch manches, wie soll man sagen, manche Besitztümer, die jetzt nicht im Schweiße des Angesichtes erarbeitet wurden, sondern die aus mittelalterlichen Lehnsverhältnissen noch resultieren, wo es eben so war, dass dem Fürsten das Land gehörte und der Bauer den Zehnten abzuliefern hatte, gibt in Deutschland durchaus noch Gegenden, wo es Reste davon gibt. Und es gab damals 1926, in einer Zeit, als es in Deutschland wirtschaftlich sehr schlecht stand, gab es den Antrag, die großen Fürstentümer zu enteignen, also nicht restlos, sondern ihnen einen Gutshof zu lassen mit den ganzen Ländereien drumherum, aber das andere dann zu sozialisieren. Da hat zum Beispiel Hindenburg damals gesagt, ein anständiger Deutscher geht da nicht hin. Und dann war es so, alle, die gegen die Fürstenenteignung waren, haben aufgerufen, nicht hinzugehen. Bei der Abstimmung haben 99,6% derer, die abgestimmt haben, für die Fürstenenteignung gestimmt. Vor den Stimmlokalen wurden Listen geführt, wer abstimmt, weil man genau wusste, wer da reingeht, ist ein Linker. Ja.
ist also alles inzwischen historisch aufgearbeitet, dass da Leute zum Teil dann sogar ihre Stellung verloren haben, weil sie an der Abstimmung teilgenommen haben und so weiter. Und wie gesagt, 99,6%, aber das Beteiligungsquorum nicht erfüllt, weil eben nur ein Teil hingegangen ist. Und so sind alle solche Vorstöße in Weimar geendet. Nicht eine einzige Volksabstimmung war gültig. Und das trägt natürlich nicht zur Stärkung der Demokratie bei. Wenn Sie so ein Instrument in der Verfassung stehen haben, dann versuchen Sie das, sammeln 1,5 Jahre Unterschriften, setzen das durch und so. Dann gehen auch noch Millionen hin, es gibt eine Mehrheit von 99%, hinterher ist April, Quorum nicht erfüllt. Ja, das stärkt nicht die Demokratie, sondern das stärkt die Gegner der Demokratie, die sagen, hier komm, Demokratie, kannst du eh vergessen. Also so war es in Weimar. Das ist aber alles nicht aufgearbeitet, sondern da hat man uns lange Zeit ziemlichen Unsinn erzählt. Also das war die Forschungsarbeit, die ich dann über längere Zeit gemacht habe. Daraus entstand dann diese Initiative, die heute heißt Mehr Demokratie und vieles andere mehr. Und eben der Vorschlag, das, was im Grundgesetz schon angelegt ist, nun endlich zu realisieren, weil ich glaube, es ist längst an der Zeit, wenn Sie... Ich meine, wir sind hier nicht weit von Stuttgart, ich weiß nicht, wie sehr Sie da involviert waren oder es mitgekriegt haben, wenn Sie an Stuttgart 21 denken. Wenn Sie an andere Sachen denken, nehmen Sie, erlauben Sie mir nur als aktuelles Beispiel, die Frage Atomenergie zu nehmen, ja, wo sich die Bundeskanzlerin, Wirtschaftsminister, Umweltminister mit den Kraftwerksbetreibern im Hinterzimmer zusammensetzen und einen Deal aushandeln, von dem beide Seiten finanziell extrem profitieren, aber die Bevölkerung überhaupt nicht gefragt wird, ob ihr das Recht ist, ob sie dieses Risiko gehen will und so weiter, dann sehen Sie, wie sehr heute das fehlt. Und ich finde, es wird immer dramatischer sichtbar. Ich nehme noch ein winziges Beispiel, nehmen Sie E10, ja, diese neue Benzinvariante, wo man wieder das gleiche Verfahren macht, nämlich die Regierung setzt sich in dem Fall mit der Mineralölwirtschaft, mit denen, die sozusagen ökonomisch daran verdienen an einen Tisch und verabredet ein Gesetz, kein Mensch spricht mit den Umweltschützern, kein Mensch fragt die Bevölkerung, dann wundert man sich, dass sie heute nicht brav alle das tun, was man von ihnen erwartet. So funktioniert Demokratie nicht mehr heute im 21. Jahrhundert. So funktioniert immer mehr auch kein Betrieb mehr. Ja, Sie können einen Betrieb heute auch immer weniger führen, indem einfach per Order der Mufti von oben nach unten die Parole durchgegeben wird, sondern Sie müssen die Menschen beteiligen, auch mit ihren Kenntnissen, mit ihrem Vermögen, mit ihren Fähigkeiten. Sie müssen die Menschen ernst nehmen als freie Individuen, sonst klappt das nicht. Und das ist, was wir in Deutschland dringend brauchen, dass wir diese Form der repräsentativen Demokratie, wo wir alle unsere Stimme abgeben und dann wieder für 4 Jahre ohnmächtige Zuschauer sind, ergänzen durch direkte Demokratie. Was ist der große Unterschied? Der große Unterschied ist, dass es, wenn man direkte Demokratie hat, endlich, ich würde sagen erstmalig, um Sachfragen geht und nur um Sachfragen. Dass das ungemein, Wunderbare der direkten Demokratie, dass endlich mal über eine Sachfrage diskutiert wird. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ich nehme das Thema, bei dem ich gerade schon war, Atomenergie. Die erste Volksabstimmung, nationale Volksabstimmung, die ich aktiv mitgemacht habe, war in Österreich. 1978 über Zwentendorf. Ja. Bin damals 3 Monate nach Österreich gegangen, habe da mit Kampagne gemacht sozusagen. Die Volksabstimmung entstand damals nicht aus einem Volksbegehren, denn das geht in Österreich immer noch nicht. Also in Österreich kann nicht die Bevölkerung eine Volksabstimmung verlangen, sondern nur die Regierung oder das Parlament kann beschließen, dass es eine Volksabstimmung gibt. Und damals war es so, dass die Regierung Umfragen hat machen lassen. Das Atomkraftwerk in Zwentendorf war bereits fertig gebaut. Alles war fertig. Aber es gab immer diese nervigen Atomgegner, die davor demonstriert haben und versucht haben, Sitzblockaden zu machen. Das war ziemlich anstrengend. Und dann hat man Umfragen gemacht und die Umfragen haben gezeigt, 26% der Bevölkerung sehen das kritisch, sind im Zweifel kritisch oder gegen Atomenergie. 74% sind dafür. Hat die Regierung gesagt, wunderbar, machen wir Volksabstimmung. Dann können wir zeigen, das waren ja nicht wir, sondern das Volk will das. Ja? Dann können wir zeigen, dass alle hinter uns stehen. Dann wurde eine Volksabstimmung angesetzt. Das war im Mai. Volksabstimmung wurde angesetzt für den 5. November. Es war dann auch noch so, dass die Befürworter und die Regierung deutlich mehr Geld ausgegeben haben für ihre Werbung und Informationskampagne als die andere Seite, die deutlich weniger Geld hatte. Und dennoch
war es so, dass mit jeder Woche, die diskutiert wurde, weil es wurden dann immer begleitend Umfragen gemacht, die Zahl der Atomgegner wuchs und die der Befürworter sank. Man konnte es sich gar nicht erklären. Und am Ende haben die Menschen in Österreich mit Mehrheit entschieden, dass bereits fertig gebaute Atomkraftwerke nicht ans Netz gehen. Das heißt, heute ist ein Museum für obsolete Techniken. Wunderbar, wenn Sie mal in die Nähe von Wien kommen, Zwentendorfs in den Donauauen, schauen Sie sich das an. Das ist ein wirkliches Erlebnis. Das sicherste Atomkraftwerk der Welt. Aber das haben die Bürger entschieden. Ja? So etwas kriegen Sie nicht hin, wenn Sie im Hinterzimmer mit den Betreibern, mit der entsprechenden Industrie einen Deal machen. Sondern das ist, in meinen Augen ist das eine Rechtsfrage. Ja? Ob wir Atomkraftwerke wollen oder nicht. Denn niemand kann heute, auch aus noch so vielen ökonomischen Argumenten, niemand kann das einfach auf seine Verantwortung nehmen, zu sagen, ich weiß, dass hier über Jahrhunderttausende hin, geht ja gar nicht nur um den Standort des Kraftwerks, geht ja auch um die Frage, wo landet denn am Ende das nukleare Inventar, ja, das auf Jahrhunderttausende hin strahlt, je nachdem, welche Stoffe drin sind, welche Isotope. Kein Mensch kann das auf seine Verantwortung nehmen, zu sagen, an dieser Stelle wird über mehrere hunderttausend Jahre hinweg kein Erdbeben stattfinden, kein Riss im Gestein, kein Wassereinbruch, nichts. Ja, das kann man einfach nicht. Ja. Und ich meine, dass eine Gesellschaft die Möglichkeit haben muss, darüber zu diskutieren, ob wir das wollen oder nicht. Und das nicht einfach aus ökonomischen Gründen, wir und unsere Kindeskinder in Geiselhaft genommen werden dürfen für eine solche Politik, von der manche profitieren, aber wenn etwas schief geht, wir alle sozusagen den Preis zahlen. Und so gibt es viele andere Fragen. Das, was ich Ihnen vorhin aufgezählt habe, das sind alles Rechtsfragen. Also Wirtschaft, das ist keine Rechtsfrage, aber Wirtschaft ist, dass Menschen miteinander handeln, dass Menschen Waren erzeugen, Waren konsumieren, Waren austauschen. Was aber nicht mehr eine wirtschaftliche Frage ist, das ist die Frage des rechtlichen Rahmens, innerhalb dessen das stattfindet. Und zum Beispiel das Geld ist ein reines Rechtsinstrument. Geld ist kein Wirtschaftsinstrument, sondern ein Rechtsinstrument. Geld ist für sich gar nichts, hat keinen materiellen Wert. Geld hat einen materiellen Wert durch Gesetze, die ihm diesen Wert verleihen oder durch Rechtsakte, die dem Geld diesen Wert verleihen und die regeln, was man mit Geld machen kann und was nicht. Und wenn Sie heute eine Pommes frites Bude zum Beispiel eröffnen wollen oder einen Kiosk, dann haben Sie eine Fülle von rechtlichen Auflagen zu beachten. Der Gesetzgeber hat sich unendlich viele Gedanken gemacht, wie man sowas machen muss, damit nichts schiefgehen kann. Übrigens, unterhalten Sie sich darüber mal mit denen, die jetzt neu der EU beigetreten sind. Ja? Weil da praktisch 3/4 der Restaurants geschlossen wurden, weil sie alle die EU-Hygienerichtlinien nicht erfüllen. Das wäre ein eigenes Thema, EU-Hygienerichtlinien. Meine Frau leitet einen Waldorf-Kindergarten. Da kam jetzt das Gesundheitsamt und hat erklärt, dass die Zubereitung von Speisen, die Aufbewahrung von Speisen und das Verkonsumieren von Speisen in 3 getrennten Räumen stattfinden muss und dass die durch Stahltüren gesichert sein müssen. Und zum Waldorf-Kindergarten gehört, dass die Kinder beteiligt sind bei der Zubereitung des Frühstücks. Ja? Dass das alles eins ist, ja? Das Schälen und das Schneiden und das Müsli machen und das Essen und so weiter und dass man das den ganzen Prozess mitkriegt. Jetzt schreitet das Gesundheitsamt ein und sagt, ihr müsst das in getrennten Räumen. Also, ich will das nicht vertiefen. Es gibt unendlich viele solche Bestimmungen, aber zum Beispiel für die Finanzmärkte war man der Meinung, da mischen wir uns am besten nicht rein, weil das geht nur dann gut, wenn der Gesetzgeber sich auslegt. Ja? Und das hat den ganzen Wahnsinn erst hervorgerufen. Natürlich kann man das rechtlich so gestalten, dass dieser Wahnsinn nicht entsteht. Natürlich kann man mit einem vernünftigen Begriff von Geld zu einer Geldordnung kommen, das heißt zu Gesetzen, die den Umgang mit Geld bestimmen, die so sind, dass das Geld wieder zu dem wird, was seine eigentliche Aufgabe wäre, nämlich uns zu dienen und nicht, dass wir dem Gelde dienen, was immer mehr die Realität geworden ist. Dazu muss man neue Begriffe bilden. Das heißt, man muss im Grunde diese ganzen Begriffsleichname, nenne ich das gerne, mit denen wir da umgehen, wenn wir von Arbeit, von Einkommen, von Geld sprechen, alles alte Vorstellungen, das muss man überwinden und muss es lebendig machen in neue
zeitgemäße, adäquate Vorstellungen. Eigentlich ist das die Aufgabe einer Spiritualisierung der Begriffe, weil das immer lebendige, entwicklungsfähige Begriffe sind, wenn man wirklichkeitsgemäße Begriffe entwickelt. Und das ist das, was, wozu Anthroposophie uns überhaupt eigentlich, wie soll man sagen, einlädt und anregt und die Möglichkeit gibt. Das ist die eigentliche Aufgabe, nicht sich sozusagen außerhalb unseres Lebens und Arbeitens in der Welt und unserer Verantwortung für diese Welt einen Bezirk zu suchen, in dem wir Anthroposophie pflegen, sondern das, womit wir umgehen, in uns und um uns, so innerlich und dann aber auch äußerlich zu verwandeln. Das heißt zunächst mal in Gedanken, aber dann eben auch in Taten zu verwandeln, dass es menschengemäß wird, dass es wirklichkeitsgemäß wird, dass es in einem guten Sinne gesund wird und so, dass wir in einer Gemeinschaft freier Menschen gut miteinander auf dieser Erde leben können und uns gegenseitig unterstützen und auf unserem Entwicklungsweg helfen und nicht in einer Welt, wo wir glauben, jeder sei des anderen Wolf und müsse ihn irgendwie übertölpeln. Das habe ich jetzt nur sehr kurz und verdient. Der Demokratie vor allem in den Mittelpunkt gestellt, wir sind das Volk. Diesen Impuls, den die Menschen längst empfinden, das ist ja auch das Interessante, dass die Menschen viel weiter sind heute als die, die Verantwortung tragen für die Entscheidungen, weil die, die Verantwortung tragen für die Entscheidungen, viel mehr gebunden sind an bestehende Verhältnisse, an Interessen, die aus diesen Verhältnissen resultieren. Machen Sie das mal, wenn Sie irgendwo Verträge ändern wollen. Ich glaube zum Beispiel, als ich Landesvorsitzender der Grünen wurde, das Erste, was ich gemacht habe, war, dass ich alle Arbeitsverträge geändert habe. Ich will jetzt nicht die Gründe im Detail erzählen. Alle 11 Mitarbeiter, die wir damals hatten, hatten 46 Seiten lange Arbeitsverträge, weil irgendjemand mal auf die Idee kam, einen Arbeitsvertrag zu schaffen, in dem man sich alles auf der Welt Wünschenswerte hineinschreibt. Also sie haben sich die Verträge selbst geschrieben und dann hat es der Landesvorstand unterschrieben. Und ich habe dann festgestellt, es gibt niemanden, der fürs Telefon verantwortlich ist, niemand für die Post und so weiter. Es gibt nicht die Möglichkeit, dass ich das mit denen bespreche, weil in den Arbeitsverträgen dann immer nur steht, erst für das, haben sich selber geschrieben. So, dann haben wir gesagt, müssen wir ändern. Ja? Und dann haben die sich aber einen Vertreter gesucht, einen gewerkschaftlichen Vertreter, der ihnen gesagt hat, sie dürften keinen Besitzstand aufgeben. Ja? Besitzstandswahrung, also man darf nur Günstigkeits-, man darf nur bessere Verträge, aber nicht schlechtere. Da haben wir ein halbes Jahr, haben wir dann in dieser Konstellation verhandelt und irgendwann haben wir alle gesagt, also jetzt machen wir mal Schluss und machen das neu und überlegen uns, wie wollen wir wirklich zusammenarbeiten. Ja, das ist ein blödes vielleicht Beispiel, aber ich wollte diesen Begriff der Besitzstandswahrung, ich habe ihn jetzt nur von einer Seite, vielleicht auch nicht von der heute wirklich maßgeblichen Seite, der spielt auf anderen Seiten eine viel größere Rolle, aber mir ging es darum anzudeuten, wie schwer es ist, Dinge zu ändern, wenn sie eingespannt sind in diese Strukturen von bereits etablierten Interessen, die sich nicht von den Futtertrögen verdrängen wollen. Aber wie viel weiter eigentlich die Menschen längst sind. Und sowas zum Beispiel wie dieser Ruf, wir sind das Volk. Das war diese Erkenntnis, das ist eigentlich die zentrale Demokratiefrage. Und es war außerordentlich geschickt und zugleich infam. Wie dann, ich könnte, das ist aber auch wieder ein eigener Abend, könnte darüber lang erzählen, wie dann dieser Slogan allmählich verändert worden ist, in wir sind ein Volk. Ja? Das ist nicht von selbst gekommen, sondern das ist ganz bewusst in Bonn ausgedacht und entwickelt worden und dann immer mehr unter die Leute gebracht worden. Und ich habe damals schon gesagt, dass mit der Veränderung vom direkten Artikel, wir sind das Volk, wir sind ein Volk. Vom direkten, vom bestimmten Artikel in den unbestimmten Artikel war klar, dass das Volk in Zukunft nichts mehr zu bestimmen habe. Das Grundgesetz hat für diese Frage der deutschen Einheit etwas völlig anderes vorgesehen. Das Grundgesetz hat vorgesehen, dass die Deutschen in Ost und West, wenn sie vereinigt sind, das heißt, wenn sie die Möglichkeit endlich haben, frei und gemeinsam über ihre Verfassung zu entscheiden, dass sie sich eine neue Verfassung geben. Ich sage das, weil das vorhin auch angesprochen worden ist.
Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem vom deutschen Volk eine neue Verfassung beschlossen wurde. Das ist die Schlussbestimmung des Grundgesetzes. Die korrespondiert mit der Präambel, in der es heißt, um dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben, haben die Deutschen in den Ländern Doppelpunkt, da wurden sie aufgezählt, welche das waren, dieses Grundgesetz. Und es war ganz klar sozusagen an diese Frage gebunden. Carlo Schmidt, den ich das letzte Mal heute zitiere, hat bei der feierlichen Verkündung des Grundgesetzes gesagt, es ist alter und selbstverständlicher Brauch, dass eine Verfassung nur das in, Entschuldigung, es ist alter und selbstverständlicher Brauch, dass in einer Demokratie die Verfassung nur vom Volk beschlossen werden kann. Wir aber machen hier gar keine Verfassung. Wir machen nur einen Schuppen, einen Notbau. Und dem Notbau gibt man nicht die Weihe, die erst dem festen Hause gebührt. Also die Idee war damals, Deutschland war in 4 Besatzungszonen geteilt. In 3 konnte man jetzt gemeinsam als Provisorium für die Übergangszeit dieses Grundgesetz machen. Deswegen heißt es auch nicht Verfassung. Die einzige Verfassung in der Welt, die nicht Verfassung heißt, sonst heißt es immer Verfassung oder Constitution, Constitution und so weiter. Grundgesetz, Provisorium für die Übergangszeit, weil man davon ausging, wir können nicht für die mitreden, denen verwehrt ist, mitzuentscheiden. Wir müssen warten, bis die mitreden können. Dann machen wir eine neue Verfassung. Die kann nur vom deutschen Volk beschlossen werden. Ich selbst war damals Mitglied des Bundestages. Ich war im Bundestag Berichterstatter zum Einigungsvertrag. Das heißt, ich war derjenige, der für den Bundestag, einer von den 4 Leuten, die für den Bundestag die ganzen Verhandlungen des Einigungsvertrages begleitet haben. Ich habe das selbst damals durchgesetzt im Bundestag, dass das Parlament das begleitet, weil ich gesagt habe, hier geht es nicht um Regierungspolitik, hier geht es längst um Fragen, die die Parlamente und die Völker, die die Menschen zu beschäftigen haben. Ich habe das damals auf den Tisch gebracht, diese Frage, habe das belegt mit den Dokumenten aus dem Parlamentarischen Rat. Es wurde weggewischt sehenden Auges, weil man Angst hatte davor. Wenn man einmal in Deutschland die Menschen in einer Sachfrage entscheiden lässt, dass die auf den Geschmack kommen könnten und das für die Zukunft immer verlangen könnten. Also das war, was ich grob vor Sie hinstellen wollte, diese Idee, Demokratie weiterzuentwickeln so, dass auf allen Ebenen die Bürger eben nicht nur ihre Stimme in Wahlen abgeben, sondern auch in Sachfragen unmittelbar entscheiden. Das Wunderbare, was wir sehen, wenn es so eine Entscheidung in einer Sachfrage gibt, ich habe vorhin ja von Österreich erzählt, das war die lebendigste Zeit in der österreichischen Nachkriegsgeschichte bis heute. Niemals gab es so eine spannende Zeit, weil egal wo sie waren, beim Einkaufen, im Zugabteil, in der Straßenbahn, überall, haben die Leute diskutiert über Atomkraftwerke. Wie siehst du das? Weil sie wussten, am 5. November muss ich dazu eine Meinung haben, muss ich abstimmen. Das ist der Unterschied. Heute lesen wir die Sachen in der Zeitung, aber wir wissen immer, wir können sowieso nichts machen. Die machen sowieso, was sie wollen. Aber wenn sie wissen, was weiß ich, am 1. September oder so, wird darüber abgestimmt, dann beschäftigen sie sich damit. Also die empirische wissenschaftliche Forschung zeigt, dort, wo die Bürger in Sachfragen entscheiden können, haben sie erstens ein sehr viel größeres Wissen, viel mehr Informationen in der Bevölkerung, weil die Menschen sich dann mehr mit den Dingen beschäftigen. Zweitens, sie haben viel mehr Diskurs, viel mehr Diskussion, und zwar über die Sachfragen. Das ist ja der große Unterschied. Wahlkämpfe sind ja meistens extrem unsachlich. Und von den Medien werden sie immer unsachlicher gemacht. Es wird immer mehr nur auf Personen zugespitzt und immer weniger über Sachfragen diskutiert. Und die Parteien sind längst auf den Trichter gekommen, dass man im Wahlkampf gar nicht sagt, was man nach der Wahl vorhat. Ja, im Gegenteil. Ja. Ich will jetzt die Beispiele weglassen aus Zeitgründen. Sie haben dann eine Diskussion über Sachfragen, Sie haben mehr Engagement, viel mehr Menschen engagieren sich, fühlen sich ermutigt, sich zu engagieren. Ganz andere Menschen, das ist auch interessant, weil immer wenn ich über direkte Demokratie rede im politischen Kreis, dann sagen mir die Kollegen, hey, das brauchen wir doch gar nicht, das machen doch sowieso die Parteien. Also wer sich irgendwie engagieren will, ist doch längst in der Partei und jemand anders als die Partei kann doch sowieso keine Volksabstimmung machen, das kriegt doch ein normaler Mensch gar nicht hin. Das Interessante ist, wir machen bei Mehr Demokratie, haben wir ja auch eine wissenschaftliche Abteilung, 7 Leute, die jeden Tag nur empirisch untersuchen, was läuft an Beteiligung in unserem Land und in anderen Ländern. Wer sind die Initiatoren? In über 90% der Fälle sind es eben nicht Parteien,
Ganz selten mal ist es so, dass das von Parteien ausgeht. Fast nie. Und häufig schneiden sich Parteien in die Füße, wenn sie das versuchen. Weil die Menschen sind da sehr sensibel. Also ganz andere Akteure haben sie. Menschen, die plötzlich, die im Grunde auch mitwirken wollen am Zeitenschicksal, ihre Verantwortung erleben, aber eben nicht in den Parteien für sich einen Raum sehen, wo sie wirklich arbeiten können und wollen. Aber wenn es um so eine Sachfrage geht, gerade auch junge Menschen, gerne sagen, da engagiere ich mich mal ein oder zwei Jahre. Und dann am Ende gibt es eine Abstimmung, gibt es ein Ergebnis, dann mache ich wieder was anderes. Ich werde nicht Berufspolitiker, aber da setze ich mich ein. Und sie haben vor allen Dingen viel mehr Identifikation mit dem Gemeinwesen. Und viel mehr Gemeinsinn auch. Denn das ist das Schlimme ja in unserem Land, dass wir ständig sozusagen gefordert sind, auf der Ebene unserer eigenen Rechte durchzusetzen gegen andere, aber nie gefragt sind, was ist eigentlich im Gesamtzusammenhang richtig, adäquat, was soll eigentlich für uns alle gelten, wie wollen wir eigentlich in Zukunft miteinander leben. Und diese Schicht, die wird erst bei solchen Debatten und Abstimmungen überhaupt angesprochen in den Menschen und führt zu ganz anderen Ergebnissen, als wenn sie diese Möglichkeit nicht haben. Das wollte ich grob vor Sie hinstellen und will Sie daran erinnern, dass das, worüber wir jetzt gesprochen haben, in eminentem Maße zu tun hat mit der Aufgabe, die wir heute in unserem Land für diese Gesellschaft, aber auch die wir darüber hinaus für die Menschheit insgesamt haben. Ich glaube, wenn es um die Entwicklung des Rechtes geht, die Weiterentwicklung des Rechtes, dann haben wir hier in Mitteleuropa eine ganz besondere Aufgabe. Das Recht ist nicht umsonst sozusagen die Frage und die Aufgabe der Mitte zwischen Ost und West, aber auch der Mitte zwischen Geistesleben und Wirtschaftsleben, aber auch der Mitte im Menschen, zwischen Denken und Wollen in dieser mittleren Sphäre. Hier ist das Recht angesiedelt, in dem Bereich, wo es darum geht, zu empfinden, was adäquat ist, angemessen ist im Gemeinwesen. Ich danke Ihnen herzlich und jetzt haben wir von mir aus jedenfalls haben wir noch Zeit zu Fragen und zum Gespräch. Vielen Dank.